Ja, Kuckuck, da sind wir wieder. Ha, hallo und herzlich willkommen, dass ihr, dass du, Hyäne, noch hier bist. Quatsch, nee, natürlich meine ich die Zuschauer. Die Hyänen geht es erstmal ein bisschen hier wegzuballern. Ich will mal gucken, ob der Feuerfall was bringt. Das wäre natürlich eine coole Sache. So, Hyänchen, du bist nah dran. Du bist aber noch im Gang. Ja, okay. Na, jetzt will die hier nicht getroffen werden. Was? Was? Okay. Was hast du denn? Rohes Fleisch, Hyänenfell. Okidoki. Das hat ja bei der zweiten Hyäne ziemlich lange gedauert, bis die... Oh Mann. Okay, ich sollte was essen, aber ich mach's noch nicht. Haben wir denn hier? Oh, da gibt es noch einen Wegweiser. Oh, das könnten wieder zwei werden. Ja. Oh, das sind nicht nur zwei, das sind drei. Ja, ja. Mal gucken, vielleicht löst sich dann einer. Wie sieht's aus? Oh, sind beide noch hinter mir her. Kann ich hier als gescheitert werden? Vor allem, wenn der Fight drüber geht. Oh. Oh. Was? Glaube ich jetzt nicht. Roland, hast du einen Dusel? Mann, oh Mann. Yusufna. Sorry, das war jetzt keine Anspielung auf irgendwas. Es ist so ein blöder Gag, den ich mir mal ausgedacht habe. Okay, wir haben uns erstmal hier positioniert. Noch nicht so nah, noch nicht so nah, noch nicht so nah. So. Ich habe noch nicht abgespeichert. Ich habe noch nichts gegessen. Okay, das könnte eventuell klappen. Oh, hat geklappt. Okay, jetzt sind wir in sicherer Distanz. Da können wir dann mal was machen. Und zwar was Schmackhaftes gegessen. Wie zum Beispiel eine schmackhafte Waschsuppe. Magisch nicht. Und ja, gucken wir mal, welche Hyäne noch zu erledigen ist. Das sind ja nicht mehr so viele, oder? Eins. Erste trifft. Okay, gut. Ich denke immer, da würde noch einer kommen. Oder es ist... Nee, alles gut. Oh, das ist... Wieso? Sorry, jetzt habe ich mich ein bisschen vertan. Ich wollte nämlich gucken, ob die Hyäne... Weil die nämlich noch ein Nachschreien macht. Speichern. Da liegt sie wieder. Die war vorher unsichtbar. Da habe ich mal wieder Glück gehabt. Dann werden wir das Areal hier mal weiter abscannen, scouten. Ich denke mal, hier gibt es nicht viel zu finden, oder? So an... Artefakten oder Lootmaterial. Ah, das ist ein bisschen wieder am rumrumpeln. So, was ist denn das hier? Komme ich da hin oder ist da ein Graben? Nee, da komme ich hin. Was ist das? Das ist ja wieder sowas Tempeliges. Nee, Tempeliges nicht. Das ist ein Gebäude. Eine Ruine. Da könnte irgendwie was drin sein. Aber hier gibt es auch noch ein Bauvorhaben. Und eine Hyäne da hinten, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, ist ein Stein. Oh, ein Stein. Ich sehe alles. Ich sehe alles irgendwie gefährlich. Und da ist hinten ist ein Feuer. Ist das ein Feuergolemsi? Alter, ist das eine Riesenwüste hier? Ja, das ist ein Feuergolemsi. Können wir den schon mal vorsichtshalber mal umnieten. Und zwar haben wir ja gelernt, ne? Also hier mit so einem brachialen Stöckchen, welches da heißt Sturmknecht. Und natürlich mit einer guten Rüstung, die da heißt Golem-Schutzrüstung. Und dann werden wir mal eine Runde scharpeichern. Oh, den... Ja, okay. Das ist immer wieder der gleiche Gag. Mit diesem Ring. Jetzt aber. Hauen wir mal den Feuerschutz-Golem. Oh Quatsch, den Feuer-Golem. An der anderen Seite ist auch noch einer.
Okay. Ach, wenn der da schon gleich ist, dann können wir den auf der anderen Seite auch schon mal gleich natzen. Wo geht's denn hier hin? Okay, da geht's nach Ashdod. So, der nächste. Kommen Sie bitte. Oh. Okay. Oh, der hat mich jetzt aber etwas entlang der Brücke gehauen. Und schon wieder. Ich hab's noch hingekriegt. Er hätte mich auch von der Brücke hauen können. Da wäre ich aber tief gefallen. Okay, gehen wir mal wieder zurück zu diesem... Ja, wie heißt das Ding da hinten? Ja, dieses Gemäuer da. Ach ja, das ist ja echt hier Frankensteins Gesellenstück hier, oder was? Nee. Da ist was. Was haben wir denn da? Gletscherquarz. Ein bisschen Kristallkram. Okay. Gletscherquarz und noch mehr Gletscherquarz. So, und bevor wir weitere Exkursionen machen, Auswärtige, dann werde ich mich doch mal hier hinbegeben. Vorher was essen und speichern. Ach, da haben wir ja wieder Greife. Jawohl. Gucken wir mal. Da schwebt der Greif einfach so. Gucken, treffe ich ihn schon von hier? Das ist jetzt doof. Okay. Greif. Erledigt. Ja, so ein Pfeil ist auch ganz gut. So ein Feuerpfeil. Kann eine Waffe sein. Nee, eine Fackel meine ich. Kann auch eine Waffe sein. So. Komm doch mal auf mich zu, damit du hier getroffen wirst. Wow. Das sieht echt spooky aus. Nachher gibt es hier eigentlich auch Suchende? Weiß ich nicht. In der Wüste suchen. Hier ist alles möglich. Ne? Da hinten ist noch ein Greif. Ich speichere mal. Also dank eurer Kommentare habe ich wieder ein bisschen mehr Zuversicht, dass das hier was wird. Beziehungsweise, dass wir hier mal auf einen grünen Nenner kommen. Beziehungsweise mal, dass wir einen Plan haben. Einen zielführenden Plan. Super geil. Der hat mich jetzt wieder genatzt. Zielführender Plan. So, wenn du jetzt nicht sofort triffst, dann bin ich hin. Warum mache ich das? Ach du Scheiße. Ach, geht doch. Ohne ein Tränkelchen getrunken zu haben. Ah ja, Risiko. Schön aus. Und gucken wir mal, ob hier irgendwas liegt, versteckt. Ja, da liegt was. Wir haben hier wieder eine Truhe, eine Artefakt-Truhe. Erstmal hier wieder mein Schreibwerk rausholen. Nee. Moment! Wir sind in der Klosterruine. Was? Thunschlüssel, oberer Stockwerk, Klosterruine. Diesen Schlüssel fand ich in der alten Klosterruine in Varant. Er öffnet die Truhe, die im oberen Stockwerk steht. Also in... Okay, am... Also es ist ja am der Klosterruine und nicht im... Da sollte die drin sein. Okay, das sind Kleinigkeiten, an die man sich nicht halten braucht. Greif die Liane. Nee, greif. Greif diesen tödlichen Pfeil. Greif. Greif doch mal. Aber nimm mich nicht an. Ach ja, so motiviert das wieder ein bisschen. Ne? Manchmal hat man auch Phasen während des Let's Plays, da ist man nicht so motiviert, vor allem wenn es so heiß war, die letzten Tage. Ja, dann werden wir uns dann mal hier in die alte Klosterruine begeben. Dessen Eingang wohl nicht hier sein wird, sondern das ist ja mehr so ein Gitter. Moment, was höre ich denn da? Also, was war das? Ach so, Wüstenratten. Die kommen auch noch aus dem Hinterhalt, diese Wüstenratten. Noch eine?
Die haben mich mal ganz schön genetzt hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Kommen einfach so die Wüstenratten hier an. Da ist nicht zu holen. Wie viel waren es denn, Leute? Okay, das wird's wohl gewesen. Nicht zu plündern. Mann, oh Mann, oh Mann, Wüstenratten. Wüstenratten. Wir sind jetzt platt. Hier eigentlich schon explizit auf dieser Plattform schon geguckt, bei diesen umgefallenen Pfeilern. Nein, noch nicht. Also wenn da Wüstenratten sind, sind hier bestimmt noch mehr. Nee, da kommt was anderes wieder auf mich zu. Mr. Klotz. Mr. Klotz kommt auf mich zu. Ja, sowas bekloppt ist jetzt aber auch. Wie komme ich denn jetzt? Oh, ich muss wieder mein Equipment anziehen. Wo war die Brücke? Okay. Habe ich das jetzt? Okay, Equipment anziehen. Wo ist es denn? Was ist denn jetzt los? Er hat sich nackig gemacht. Das glaube ich jetzt nicht. Gucken. Warum hat er mich jetzt nackig gemacht? Weil ich die Golem-Schutzrüstung schon an habe. Ach so. Ah, Moment mal, bleibt er da hängen? Wo ist er? Okay. Wir haben ja unser Ding. Ach, den habe ich alles noch an, ich Säckel. Mann. Stimmt ja, wegen der Feuergolems. War kein Wunder, dass mich die Wüstenratten so platt gemacht haben. Wunderbar, du Schlägel. Wüstengolem. So, jetzt gibt's mal hier eine Serie. So, nochmal drauf. Fatsch, platsch, weg. Manchmal vergisst man so einige Sachen. Obwohl es doch. Oh, und dann bin ich wieder so entladen da links unten. Ich werde mich mal wieder aufladen. Und umgezogen habe ich mich. Und die Waffe gewechselt. Und eine kräftige Schinkensuppe gegeben. Mir gegeben zum Essen. Aha. Schimmert so blau. Was haben wir denn hier in der Nähe? Die Klosterruine. Oh, greif. Greif, greif. Nimmst du denn rum? Treffende? Ja, treffende. Okay. Irgendwo noch einen anderen Greif. Vor allem, weil hier die Spinnenweben sind, man sieht nichts. Ach ja. Kann natürlich noch irgendwie sein, dass. Okay, fangen wir mal hier rechts rum an. Aha, hier geht es irgendwie hoch. Ich fange aber erstmal hier zur ebenen Erde an. Basement. Ich höre was. Sicherheitshalber mal hier. Oh. Da verwinkelt das Ganze hier. Oh, da haben wir wieder hier so eine Statue des alten Volkes. Okay. Dann gibt es da noch eine Truhe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob noch Ratten kommen. Ja, ich höre sie nämlich. Die können natürlich oben über mir sein, ne? Okay. Hier ist nichts. Was haben wir denn hier? Angst. Angst? Mittlere Wunden. Großer Feuersturm. Extrakt der Heilung. Eine rostige Axt. Na, das ist doch ein bisschen was. Das erfreut uns. Yep, dann war doch noch hier irgendwo die Truhe. Oh. Genau, hier ist die Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, das ist noch nicht das oberste Stockwerk, ne? Lustig, jetzt brauche ich hierfür noch einen Schlüssel. Das heißt also, naja, vielleicht finde ich dann den Schlüssel oben in der Truhe. Gucken wir gleich mal nach, ne? Erstmal gucken, ob ich hier überhaupt so in der Mitte schon alles abgegrast habe. Das ist alles furchtbar staubig. Wie in der Serie The Munsters. Falls das einer von euch kennt. Mit Fred Gwynne als Haupt-Herman Munster.
Ja. Wovon redet der? Ja, Nico. Aber ich muss das mal ab und zu mal loswerden. Das sind so Sachen. Okay. Nein. Hallo, ich hab dich doch gezogen hier. Und schwupps, zu Füßen liegt der Greif. Möchte mal wissen, ob ich noch zu allen Indianerstämmen komme hier in dieser Modifikation. Kann ich nämlich meine Tausenden von Federn als Indianerschmuck verkaufen. Dann müsste man noch irgendwie noch Farben finden, damit man die Federn auch anmalen kann. So, das wird wahrscheinlich hier eine lustige, ups, abgebrochene Treppe sein. Yep. Okay, wo bist du? Irgendwo bist du. Da oben. Hinter der Mauer. Ach, da oben, über mir. Ja, dann. Ja, dann machen wir hier. Okay. Jetzt liegt sie oben. Und es geht hoch. Das ist eine Adanos-Statue, an der ich beten kann. Machen wir das mal. Ich habe genug. 100 Goldstöcke. Inno schenkt dem Mana plus 1. Mana, Badu. Okay, dann geht's mal. Nee, da waren wir ja schon. Irgendwo geht's noch hoch. War das hier? Oh! Alter! Wie bewaffnet. Hallo, vielleicht würdest du mal den Greif hier mal mit deiner Zielvorrichtung ergreifen. Nicht, das gibt's doch nicht. Uiuiuiui. Ja, das war wieder blöd. Ich musste natürlich noch mal neu anfangen. Guck mal, wo es hier runter geht. Ne, da ge gehen wir noch nicht. Hatte nämlich vergessen zu speichern. Und wir hatten nämlich zwei Greife hier oben gehabt. Einer hängt hier oben noch und der andere liegt da noch. Also, dann dürfte hier keiner mal drin sein. Richtig, exakt. Der kam nämlich bei dem zweiten Versuch nämlich auch noch mit hier raus. Hier ist die Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Moment. So, ich habe im Off nochmal nachgeguckt und habe diesen Schlüssel hier nicht gefunden. Wahrscheinlich habe ich vergessen, den zu nehmen. Ich gehe nochmal runter. Aber welche Version nehmen wir? Die Version hier, oder? Gehen wir hier nochmal lang. Auch wieder so. Tal. Also, wieder so endlos. Endlos blöd. Okay. Jetzt hier nochmal hin. Okay, das ist eine kleine Labyrinth in diesem, in dieser Klosterruine. Ich muss ja zur Klosterruine. Da gab es doch unten am Fuße von der Klosterruine gab es doch, aua, Ausgang finden. Da gab es doch eine Truhe. So, ist das hier der Ausgang? Mann, ja, das ist der Ausgang. Vielleicht habe ich die halt eben im Kampf, also beim Neuladen, vergessen wieder zu öffnen. So, wo ist sie? Wo ist er? Wo ist er? Die Lilith. Kann durchaus passieren. Da ist er. So. Quatsch. Die geht automatisch auf. Ich hatte sie vergessen gehabt. Okay. Ne, bei diesem ganzen Gewirr und Gewahr, das kann vorkommen. Ich speichere sie halt nochmal ab. Und jetzt wird daraus hoffentlich eine Truhe. Eine offene Truhe. Und zwar im oberen Bereich. Kann ich hier abkürzen? Hey, kann er. Okay, aber nicht gegen die Mauer laufen, sondern hochlaufen. Und zwar hier erstmal. Also im obersten Stock oder überhaupt. Gehen wir mal hier wieder lang. Gebetet habe ich übrigens auch nochmal, nachdem ich da von diesem blöden, listigen Greif und habe diesmal keinen Mana plus 1 gekriegt, sondern magisches Wissen plus 1. Jetzt wird er raus. So, und jetzt sag mir nicht, ja, ich wusste es. Was in der Klosterruine? Diesen Schlüssel fand ich in alten Klosterruinenwaren. Der öffnet die Truhe, die im Erdgeschoss steht. Ich hab's geahnt. Dafür gibt es noch als Bonus eine Steintafel des Zweihandkampfes. Römisch 3. Sehr gut.
gibt's denn hier noch was? Nein. Balla, balla, so. Die im Erdgeschoss. Also, dann haben wir jetzt erstmal zu gucken, wo die nochmal war. Da ist sie. Hier ist sie nochmal. Und jetzt gucken wir, was die dritte Truhe in sich birgt. Eine Steintafel des Bogenschützen, römisch 3. Und jetzt wieder Thronschüssel, Sarkophag. Klosterruine. Ich habe keinen Sarkophag nicht gefunden. So. Irgendwas ist hier in der Nähe, was komisch ist. Speichern. Ja, die ganze Zeit was. So, ein Sarkophag. Wo soll denn hier ein Sarkophag sein? Der ist mir erstmal gar nicht aufgefallen, der Sarkophag. Wahrscheinlich muss ich in eine andere Richtung eingehen. Da geht's hoch. Ein bisschen näher rankommen, liebe Leute. So, Sarkophag. Da liegt der Sarkophag außerhalb. Ich habe keinen entdeckt. Ach so, vielleicht sollte ich mal ins Logbuch gucken. Hier, Schatz in der Klosterruine. So, ich habe die Truhe im großen Saal geöffnet und einen Schlüssel für eine weitere Truhe gefunden. Beim Adano-Schrein geöffnet und eine weitere Truhe gefunden. Ich habe alte Klosterruinen in der Nähe von Ashdod einen Schlüssel in der Truhe gefunden. Anscheinend kann man mit diesem eine weitere Truhe öffnen. Aber von Sarkophag kann ich jetzt hier nicht lesen. Hä? So wie es hier ist. Diesen Schlüssel fand ich in der alten Klosterruine in Ferrand. Er öffnet die Truhe, die beim Sarkophag steht. Ja, welcher Sarkophag denn? Die beim Sarkophag steht. Mal gucken. Sarkophag. Ach ja, Moment. Das ist ja hier. Das könnte hier drin sein. Ach, deswegen. Nur. Ich komme hier nicht rein. Oh, stopp mal. Kletter mal hoch. Nee, ist nichts. Jetzt versuchen natürlich die ganzen Rädchen da rauszukommen. Aber wenn die da rauskommen würden später, das ist der Weg dazu, dass sie dann irgendwo hier rauskommen. Wenn die hier rauskommen würden und mich angreifen. Sarkophag. Sakrileg, Sarkophag. Muss rein. Ich muss rein in den Sarkophag. Nein, hier nochmal rein. Da mache ich mal Licht. Glaube ich, mache mal Licht. Wo ist jetzt die Fackel? De Dackel, de Dackelt. Wo ist die Fackel, Dackel? Da ist die Fackel. So, und ich wette. Ja, genau, das wusste ich doch wieder. Ich wusste es wieder. Damit wir hier ein bisschen besser gucken können. Also gucken wir noch mal hier. Gibt's hier Schatten? Licht. Also Schalter. Schalter. Vielleicht wirft eine Erhebung dann durch mit Zuhilfenahme des Lichtes Schatten. Hier scheint irgendwie in der Nähe dieser Sarkophag zu sein. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Sarkophag. Okay, also das wäre hier in diesem Bereich, weil ich ja rechts rumgegangen bin zuerst. So, genau, richtig. So, das ist die Truhe, die wir geöffnet haben. Jetzt machen wir wieder einen Kreis. Oh, Bergkristalle. Noch mehr? Nein. Geh mal speichern. Ja, ich muss mich wieder einrennen. Ich habe neu gestartet. Gut, okay. Ich muss nämlich sehen, wo dieser Fakrosag ist. Nee, der Sarkophag. Ich habe doch gerade eben den Ring ausgemacht. Es kann sein, dass ich nämlich hier oben irgendwas vergessen habe. Okay, das ist ganz gut, dass es ein bisschen langsam geht. So. Hier haben wir den Greifen erledigt. So. Muss ich hier oben drauf klettern? Weiß ich. Nö. Weil da unten waren ja auch. Das kann es doch nicht sein. Oder ist das hier richtig? Moment.
Hier waren wir doch schon irgendwie. Nee. Okay. Das ist ein neues Gebiet. Das ist ein neues Gebiet. Und ich glaube, wenn ich schon vorher die Wüstenratten gehört habe oder irgendwas Rattenähnliches, dann werde ich mal hier schon mal vorsichtshalber mal. Jetzt kann ich wieder laufen. Vorsichtshalber mal hier was ziehen. Und da sind sie auch schon. Ich habe es mir doch schon fast gedacht. Oder auch nicht. So, so, ja. Kommen sie denn überhaupt hier hoch? Ja, sie kommen. Mhm. Wüstenratten, Wüstenratten werden wir mal weglaschen. Ne. Eine haben wir noch. Komm, denke ich mal. Okay. Noch wer? Ach, da ist auch der Sarkophag. Sarkophag, sehr schön. Okay, erstmal hier auch hingehen. Lecker Wüstenfleischratten holen. Fleischratten. Na, ist wieder windig bei mir draußen. Das ist gut so. Da wird endlich mal ein bisschen hier Luft da ist in meinen nicht Schädel zu holen. Geblasen. Ah, hier ist noch eine Übung. Da ist nicht okay, zu holen. Genau. Ja, erstmal gucken, bevor wir den Sarg. Ah, hier gibt es noch eine Truhe. Kann ich aufmachen. Ornament Sarg in Wüste. Dieser Ornamentenring scheint den Sarg in der Wüstenruine zu öffnen. Okay, in der Wüstenruine. Aber jetzt nicht hier, oder wie? Scheint den Sarg. Okay. Hier ist ja Sarg, aber das ist ja nicht der Sarkophag. Also ich bin ein bisschen verwirrt. Und außerdem ist mein Leben nicht so toll da unten. Ring der Heiler. Ring der Priester habe ich. Ring der Heiler. Gruselig. Okay, haben wir jetzt alle Ecken abgesucht, bevor ich hier an diesen Sarkophag gehe. Wie heißt das Ding überhaupt? Alter Sarg. So. Nein. Alles klar. Shit. Hätte ich das gewusst. So, vorgewarnt werden wir auch. Gut, dass ich nicht abgespeichert habe, sondern nur erstmal hier die Wüstenratten. Und ich habe da hinten aus der Truhe den Schlüssel noch nicht genommen. Weil, also das Ornament besser gesagt, weil ich wissen will, ob der alte Sarg. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ah, okay. Dann müssen wir den hier holen. Dann ist da wohl eine andere. Dann ist das Ornament hier doch für den Sarkophag bestimmt. Ein bisschen verwirrend, finde ich. So, und da wir ja dann überrascht werden, speichere ich lieber vorher ab. Also die Kiste kurz öffnen und gucken, wer hier irgendwo rauskommt. Und was da rauskommt. Okay, muss ich von der Seite gehen? Oh oh. So. Und da ist eine Mumie. Ach so, verstehe. Was war jetzt noch? Wer hat denn da mit Pfeilen geschossen? Neuer Versuch, auf die Plätze, fertig, los, sofort weg. Und... Okay. Oh, das hat ja geklappt. Ich habe mich mal eben hier raus teleportiert. Wenn die nämlich erweckt worden sind, dann habe ich auch nachher später die bessere Übersicht, die dann zu natzen. Dann gehen wir wieder rein, beziehungsweise wieder runter. Genau, und da werde ich gleich schon hier wieder behagt. Und zwar von einem Skelettschützen oder von mehreren Skelettschützen. Hilfe! Sowas Beklopptes jetzt aber auch. Mist. Und wie spät haben wir es? 4:40. Hat er mich getroffen, die Sacksau. Sorry. Mann, wie kriege ich das jetzt wieder hin? Ach, was soll's. Wohl, wenn die da unten alle sind, wie kommen die denn da eigentlich aus der Dings wieder raus? Okay. Ich habe bestimmt noch nicht alle getroffen. Hier, die sind alle weg. Also die hier in dieser Etage sind weg. Da ist nicht zu holen. Ach, die Mumie ist auch oben angekommen. Hä? Ein bisschen verwirrend ist es schon. Gehen wir sicherheitshalber mal. Oh, überziehe ich. Ah, shit, ich überziehe. Ja. Auf jeden Fall ist hier noch was. Aber wo? Ich will das zu Ende machen.
Ich höre doch die Mumie. Nee, dann stecken sie irgendwo fest hier oben. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Schließlich will ich den Sarkophag ja noch. Da, ach du Schiete, da ist wieder so ein Heinz. Mann! Mann! Was mache ich jetzt? Da war er eben. Mann, oh Mann, oh Mann, das ist so aufregend hier. Warum macht ihr das alle mit mir, Mensch? Ich hab... So. Ich glaube, es waren zwei Mumien. Nee. Hier wieder so ein Skelett schützen. Okay. Ja, machen die so einen Lauten hier. Wie viele Skelett schützen denn noch, liebe Leute? Ja, die Folge verzögert sich um ein paar Minuten. Ich hoffe, das werdet ihr mir verzeihen, dass das gut geht. So, bevor hier wieder jemand irgendwo ums Eck kommt. Ich will doch wissen, was hier in dem Sarkophag drin ist. Oder in dem Sarg, den nennen möchte. So. Am besten noch mal vorher scouten. Ah ja. Na, wo seid ihr denn? Also. Ah, ein bisschen feuerresistent war er, ja. Okay, die Mumie ist jetzt elendlich zugrunde gegangen. Alter Sarg. Öffnen wir es. Was haben wir hier? 12 Lederbeutel. 360 insgesamt. Elixier des Geistes. Das haben wir ja geschafft. Dann werden wir mal hier mal ein bisschen Elixier des Geistes. Oh, stopp. Nach unten. Das warst du, ne? Genau. Mana plus 5. Leute, danke für eure Geduld, fürs Zusehen. Schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns. Tschüss.